So. Ah. Okay. Und zwar hier. Da müssen wir mal gucken, dass wir das halbwegs vernünftig bauen. Mhm. So, und ich denke, wir gehen... Kannst du ein bisschen rumziehen, ne? Ah, nee, doch, doch. Das machen wir doch lieber in die andere Richtung. Wartet. Weil wenn das nächste Gebäude kommt, ist das dämlich, denke ich. Wir machen das lieber so und... Hallo? Was war denn das? Das war jetzt gerade auch wieder ein Steuerungsding. Ich weiß nicht, was er da angewählt hat. Deswegen nehmen wir es einfach so hin. Gut. Obergrenze erreicht. Damit müsste hier jetzt Hopfen angebaut werden. Wie wild. Ich überlege ehrlich gesagt, wie viele Leute brauchen wir denn hierfür? Wir brauchen 20. Wir brauchen 20 mal Hopfen mehr. Die sind hier alle ganz zufrieden mit allem Möglichen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Scheint ja zu halten. Gut, ich überlege, ob ich sozusagen noch mehr Hopfen anbaue. Eine Überproduktion vielleicht. Ja, aber das soll mich jetzt nicht stören. Ich pack das einfach mal. Hm? So. Es wird vielleicht eine Überproduktion, die wir jetzt hier produzieren, aber das interessiert mich nicht die Bohne. Ja. Und dann kriege ich vielleicht... Ah. So. Hier noch den Rest. So, und ganz leicht ziehen wir hier die Straße rein. Noch nicht ganz so toll. Aber dann ist das angeschlossen. So, und wo ist eigentlich hier mein Lagerhaus? Habe ich hier noch keins? Ich glaube, ich habe hier kein Lagerhaus. Wir müssen mal ein Lagerhaus bauen. Da fehlt was. Für den Fall der Fälle. Kann ja nicht der eine Eselkarren von hier vorne immer nur sein, der alles hin und her transportiert. Deswegen, das passt schon. So. Ach ja, hier waren die Rinder. Wir könnten die Schweine theoretisch auch mal auf die Insel transportieren, ne? Und dann eine Produktionsinsel machen. Gut. So, wie sieht's mit meinen Schiffen aus? Wo sind wir denn? Ach, das Schiff will wirklich eskortiert werden an den Rand. Was ist jetzt los? Oh nein! Die Piratin mag uns nicht mehr so richtig. Aber gut, was soll's noch? Läuft, glaube ich, der Friedensvertrag. Ich würde übrigens ganz gerne... Ich glaube, das wird jetzt eine Katastrophe für meine Arbeitskräfte, aber trotzdem... ich würde ganz gerne ein bisschen weit weg. So, hier noch ein Schiff in Auftrag geben. Komm, eins kann noch sein. Und es passt sogar noch. Ach, ist das schön. Ist das gut. Super. So, jetzt kann ich wieder zurück zum Schiff hier. Ich wollte es deswegen in Auftrag geben, weil wir haben die anderen zwei Fregatten gerade in der neuen Welt. Und hier in der alten fehlt mir eigentlich noch so ein Einsatzschiff. Ne? Eins, was ich sozusagen verwenden kann, wenn es nötig wird. Das fehlt hier wirklich. So, und haben wir's? Hier hinten ist die Karte nämlich zu Ende. Mal schauen. In die Weite des Meeres wollen beide Schiffe. Ach nein, nur eins. Mein Schiff dreht ab. Das andere segelt in Frieden weiter, sozusagen. Oh, schön. So, was steht da? Ich soll übrigens eine Belohnung abholen. Steht gerade. Ich hätte das vielleicht mal lesen sollen. Wo ist denn die Belohnung? Ach, hier hinten. Also kurzum,
Ich werde dir hierbei nicht die Hand führen. Ja, ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig an. Denn ein paar Stunden später, ja. Gut, ich könnte mein Schiff jetzt hier irgendwie abziehen, meinen Schoner oder sowas, der hier hin und her guckt. Was ist denn mit dir? Schoner steht bereit. Okay, der hat noch nichts geladen. Hä? Neue Befehle? Wieso laden die nichts mehr? Wartet mal. Was macht ihr denn hier? Du lädst... Irgendwelche Ressourcen sind zu wenig. Okay, der lädt den Hopfen. Dann hättest du aber... Der hat nichts geladen. Ach so. Braucht er auch nicht. Wie ich gerade sehe. Der braucht ja nur... Fleisch und Dings. Ich hab ja gar nicht mehr... Doch, hier. Schnaps und Arbeitskleidung. Komme ich zu dem Schiff irgendwie hingehüpft? Nee. Muss ja irgendwo hier rumfahren. Warte mal. Was ist mit dir? Wir helfen, wo wir können. Ah, da. Okay, dann klappt's doch. Dann klappt das ja doch, was gemacht werden soll. So, mal schauen, was schneller da ist. Entweder mein Schiff hier, was gebaut wird, oder mein anderes Schiff, was zurückfährt. Ich glaube, das andere Schiff, das ist ja schon. Hier, da, da kommt's. Die halbe Karte hat er schon. Er fährt mit maximaler Geschwindigkeit nach Hause. So. Gut. Ja, aber ansonsten sage ich mal, ich glaube, die Insel hier, die läuft gerade. Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. In der ganzen Stadt gibt es keinen Mann, der zu mir passt. Sehen Sie mich an, meine Schönheit überstrahlt all diese Primitivlinge. Sie kennen doch jeden hier, nicht wahr? Suchen Sie einen attraktiven Gemahl für mich, einen Feuerwehrmann zum Beispiel. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Ich habe keine Ahnung. Wir würden verstehen, wenn Sie sich übernommen hätten. Ich habe mich nicht übernommen, ich habe bloß keine Ahnung, wen ich suchen soll. Schließlich bekam die dumme Kuh Hühneraugen. Also sagte ich, halt deine Füße gesund, sonst kannst du nicht arbeiten und deine 6 kleinen Mäuler stopfen. Was? Die ist ja richtig nett. Du hast etwas für mich, nicht wahr? Ja, hab ich. Ich vermisse es, die Dinge selbst zu erledigen. So, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wen ich hier auswählen soll. Sie sich nicht darum kümmern? Ich arbeite dran. Ich habe doch keine Ahnung, wen du willst. Ich bin doch keine Dating-App. Wenn Sie sich übernommen hätten. Tja, ich weiß auch nicht. Werden die hervorgehoben? Ja, ne? Ich gehe nochmal hier hoch. Ja, die leuchten auf, wenn man über sie rüberfährt. Die Stadt ist ja auch ganz klein, ne? Da kann man Tage, Wochen, Monate suchen. Ganz ehrlich, kann ich das vielleicht... Kann ich das abbrechen? Also die Aufgabe ist jetzt wirklich nicht gut. Ich hab doch keine Ahnung, ich soll... Hier. War der das? Der war's nicht. Ach, guck mal, ich kann doch einfach hinspringen, oder wie? Finden Sie einen potenziellen Ehemann? Hä? Okay. Das haben sie aber gut gemacht, weil ich kann hier sozusagen den Quest auswählen und dann dahin springen und dann sehe ich, okay, hier muss er irgendwo sein. Hier. Immer noch nicht. Das sind alles Idioten, die wir finden, ja? So, vom Stapel gelaufen. Mal hier irgendwo ein. Okay, jetzt haben wir's. Wir werden auf Sie anstoßen. Huch! Nein, da wollte ich nicht hin. Entschuldigt. Ich wollte dahin. Wir haben eine Bäuerin gefunden und ich wollte nochmal zurück. Ich habe mich aus Versehen verklickt. Entschuldigt. Zurück.
zurück in unsere schöne Stadt. So, denn ich wollte noch mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt hier unser ein Schiff und wir haben das andere Schiff. Die Elektraner, die klingt ja toll. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade, dass man die Dinger irgendwie nicht umbenennen kann. Man kann da nirgendwo klicken. Zumindest habe ich es, wie gesagt, nicht gefunden. Schiffsmenü und so weiter, da kriege ich das ja leider auch nicht, ne? Inaktives, ich kann es auswählen. Aufheben, Schiff springen. Mehrfachauswahl, aber ich kann hier nichts. Es gibt keine Taste, glaube ich. Ne, nur das. Ah, eine Sache fällt mir übrigens ein. Die wollte ich mal kurz gucken, was da passiert. Es gibt hier die Tageszeiteinstellung. Und da kann man den Tag-Nacht-Zyklus anschalten. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist nicht wirklich relevant. Aber wir machen es einfach mal, weil dann haben wir jetzt hier Tag- und Nachtzyklen, ne? Aber ich glaube, wie gesagt, es ist nicht wirklich wichtig, was dann passiert. Denn da passiert wirklich nicht viel. Aber wir können es ja mal trotzdem machen. So, und natürlich muss ja hier unsere Stadt auch mal schön aussehen. Deswegen befördern wir mal das Kontor vorne, damit das schick aussieht. Wir steigen doch langsam auf. Ja, also muss man ja auch mal so sehen. So. Tja, also ich sag mal so, ich glaube, wir sind hier fast durch. Ich gucke nochmal bei Hopfen und Malz nach, was die Stadt macht. Die müsste ja theoretisch jetzt hier mehr Hopfen anhaben. 5, okay. Es müsste besser werden. Huch. Zu viele Transporte ist nicht gut. Es fehlt an Ziegeln. Zack. Ziegel. Leinen los. Ja, die haben wir gerade nicht. Ha, ha, ha. Ja gut, es fehlt theoretisch an Ziegeln. Dann muss das Lagerhaus unten leider so weiterarbeiten. Gut, wir gehen mal zurück zur neuen Welt. Denn wir haben auch da noch ein bisschen was zu tun. Und das bisschen was ist vor allem, uns fehlen noch 45 Leute auf der Insel. Qué bueno. Und es fehlen Ponchos. Natürlich. Ponchos sind wichtig und ich glaube, Feuer, Polizeiwache war doch noch, ne? Oder? Bauen Sie eine Polizeiwache? Hier. Genau. Aber die geht, glaube ich, noch nicht. Wartet mal. Polizeiwache, Polizeiwache hier. Da brauchen wir 300 Leute. Die haben wir noch nicht. Also gehen wir mal an die Ponchos. Die Ponchos. Ach ja. Felle können nur in der alten Welt gebaut werden. Wir müssen also Felle herkriegen. Und eine Baumwollplantage und Baumwolle gab es nicht hier. Gut, so, also. Wir wollten besiedeln die zweite Insel. Hier oben Baumwolle, genau. Jetzt seht ihr dann auch gleich mal, wie die Besiedlung abläuft. So, das Ding bitte mal hier hin. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, weil der Hafen ist hier ist zu weit weg. Wir landen hier. Hier bauen wir mal unsere nächste Stadt auf. So. Was ist mit dir? Aber hier ist doch nur die Fregatte. Gilt noch als auf Expedition? Warum gilt die noch als auf Expedition? Ein Schiff erster Klasse. Hab ich die aus Versehen irgendwie zugeordnet und ich weiß es nicht? Tatsache, die ist noch zugeordnet hier oben. Gut, jetzt ist sie nicht mehr auf Expedition. So. Ich habe mich gerade gefragt, warum das Schiff auf Expedition ist. So. Auf jeden Fall seht ihr gleich, wie das mit dem Konto erstellen ist, weil ich habe es euch ja in der einen Folge nicht gezeigt. Ihr erinnert euch sicherlich, wir hatten praktisch das Folgenende und beim nächsten Start der nächsten Folge sagte ich, ich habe da eine neue Insel besiedelt und 5 Häuser irgendwo gebaut. Und deswegen, das wollte ich euch jetzt mal zeigen, wie das auf der Konsole geht. Es ist interessant gemacht, ja, also wir holen uns jetzt diese schicke Insel hier. Wir fragen gar nicht, wir kaufen die einfach. Beziehungsweise erobern die gleich, sobald unsere Fregatte da angekommen ist.
So, noch sehen wir nichts. Ne? Also noch können wir gar nichts machen. Ich wähle mal die Fregatte aus. So, jetzt haben wir sie ausgewählt. Und theoretisch müsste es gehen, dass wir sagen, wir möchten die gleich ersiedeln. Mal schauen, wie das geht. Genau, und da taucht das auf. Ihr seht plötzlich, taucht hier der Bauplan für das Konto auf. Das hüpft so ein bisschen dahin, wo das Programm es will. Mit LB baut man es dann. Konto bauen. Ein Schiff erster. Genau. So, ich lasse mein Schiff mal ein Stückchen wegsiedeln. Und ganz ehrlich, das sieht doch jetzt doof aus. Eine ganze Weile am Anfang. Alles gut. So, und da mir das an der Stelle nicht gefällt, dann baut man es eben dahin, wo man es haben will. Ne? Also man verschiebt es so ein bisschen und dann freut man sich darüber. Vielleicht doch noch ein Stück nach links. Es ist nicht ganz mittig, gebe ich zu, aber gefällt mir an der Stelle besser, weil hier ist ja gleich der Berg. Ne? Hier ist ja gleich der Berg und das ist dann irgendwie auch so doof. Gut, so. Eigentlich ist es nicht gut. Wir haben zwar jetzt hier das andere Schiff. Wir brauchen noch einen Schoner. Gut, wir brauchen Felle und einen Schoner. Und wenn das so ist, müssen wir wieder zurück in die alte Welt. Ja. Ich werde mich mal um den Schoner und um die Felle kümmern. Eigentlich brauchen wir zwei Schoner. Einer, der nämlich dann immer brav von A nach B tuckert. Und einer, der in der anderen Welt hin und her fährt. Wir brauchen zwei. Definitiv. Okay. Gut, dann machen wir das so. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen was aus. Felle. Das wird auch ein Witz. Das gibt es hier. Okay, hier können wir Felle bauen. Jetzt müssen wir mal schauen, was man dazu braucht. Gar nichts, weil das in dem Menü nicht auftaucht. Doch, hier. Pelzmäntel. Da würde es auftauchen, aber das taucht nicht hier auf. Also müssen wir mal ganz kurz gucken, ob es hier irgendwo auftaucht. Aber ich kann es nicht auswählen. Ja, Jagdgrund, aber ich kann da nichts auswählen als Baumaterial. Okay, wo haben sie denn das jetzt versteckt? Ist eine gute Frage, wenn ich das mal so sagen darf. Weil ich sag mal so, hier kriege ich ja nur die Varianten, die in dieser Welt gebaut werden können. Und ich sehe jetzt nirgendwo, dass wir hier die Pelze kriegen können. Also gut, hier haben wir natürlich die Pelzmäntel. Die werden nachher das Fell wahrscheinlich auch brauchen. Muss ich echt erst so viele Ingenieure, also die sind ja keine Ingenieure, aber die richtigen Leute haben, damit das dann freigeschaltet wird hier. Die Handwerker, meine ich. In der anderen Welt, da habe ich es doch. Moment, ich bin verwirrt. Man merkt's. Ich bin verwirrt. Muss jetzt nochmal gucken. Hier, bauen. Da ist der Poncho. Ach nee, ich nehme alles zurück. Ich brauche ja für den Poncho gar nicht dieses da. Ich habe mich ja verguckt. Pelzmantel. Okay, dann brauche ich ja doch die andere Evolutionsstufe. Also ist es doch gar nicht so schlimm. Wir haben eine Insel besiedelt, die wir noch nicht brauchen. Stelle ich gerade fest. Neue Ziele. Na gut, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Es kommt später. Wir haben was vorbereitet, was später wichtig ist. Gut, dann brauchen wir doch mal Ponchos. Wir gehen mal zu den Ponchos, wir gehen mal zum richtigen. Alpaka-Farm. Bauen wir mal eine Farm. Und jetzt sehen wir übrigens, es wird Nacht.
So sieht denn das Nacht, der Nacht aus, oder die Nacht aus. Ehrlich gesagt, es ist ein netter Effekt, aber es wirkt sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel. Bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Ich glaube, ich werde es wieder ausschalten, weil man sieht da sehr wenig. Und ja, man kann das machen, aber komm. So, wir waren ja irgendwo bei 13 Uhr, wenn ich mich recht erinnere. Tageszeitmäßig. Was? Warum? Oh, halt, einstellen und halten. Na komm, 13 Uhr genau. Irgendwas hin? Nee, da ist mein... Doch, jetzt. Da ist mein Controller nicht ganz so richtig sensibel. So, also, wir lassen es so, da ist es hell, da sehe ich was. Sagen wir es mal so. Das andere ist ein nettes Gimmick, aber es gibt schon einen Grund, warum das, glaube ich, ausgeschaltet ist. Es muss nicht unbedingt sein. So, also nochmal. Eine Alpaka-Farm. Bei der bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie die funktioniert. Wartet mal. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass die so funktioniert wie die anderen Farmen. Das bedeutet nämlich, dass wir hier irgendwie was anbauen. Ja, hier passen so oder so noch hier nicht zwei nebeneinander. Egal. So, dann bauen wir das so. Oh, da sind die kleinen Schäfchen. Die Alpakas. Süß. So, gut. Das ist die eine Ecke. Die zweite ist natürlich die Poncho-Farm. Hier.